Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Dies, das Ananas-Haul. Ja, tatsächlich, denn ich habe hier Food mit dabei. Ich habe ein Rossmann-Haul, wo ich aber hauptsächlich bei der Ideenwelt bestellt habe. Ich habe ein bisschen Zuschauerpost und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, womit fange ich an? Zuallererst, ich habe vor, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, bei einem Kickstarter-Projekt mitgemacht und ja, habe da jetzt tatsächlich auch die Produkte von bekommen. Und zwar geht es um die Marke, ich kann ja hier mal die Ahaba. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das hatten wir auch mal in der Yoga-Junkies-Box mit drin gehabt. Und da habe ich jetzt, nachdem ich da ja quasi einen Teil mitfinanziert habe, quasi das Danke-Paket bekommen. Also von diesen einzelnen Dingern sind super viele gekommen. Ich glaube, 4 Packungen jeweils und da sind 12 Stück drin. Das ist der Wahnsinn. Und das sind halt so Bars, also Riegel. Und hier habe ich Spoons of Taste, so heißt das übrigens von der Marke her. Genau, die Ahaba. Ja, habe ich zuallererst Strengthening and Energizing. Und ja, das kann man halt gut so als kleiner Snack zwischendurch essen oder als Frühstück oder sowas. Und das ist halt so richtig, ne? In so Verpackungen, die man sich theoretisch irgendwo hinstellen könnte, um das Ganze dann zu verkaufen oder so. Ich werde mir das so bei uns hinstellen oder in die Vorratskammer oder so. Ich glaube, so kann man das machen. Dann hier hinten rein. Genau. Als würde ich dann in meinem eigenen Supermarkt einkaufen. Ich mag die sehr gerne, ne? Und deswegen, also einmal von der Sorte habe ich da ganz viele von. Huch. Dann habe ich hier auch noch von Calming and Restorative Rich Brownie and Ashwagandha. Das Ding ist, dass man quasi diese Riegel nicht nur dafür hat, um quasi sein Sättigungsgefühl zu stillen, sondern es ist auch ein Stück weit dafür da, um gesund zu leben, um gewisse Dinge irgendwie im Körper sauber, heile, wie auch immer zu machen. Deswegen, warum nicht? Ne? Das ist quasi wie so eine Art, weiß ich nicht, Superfood, weiß ich nicht, wie man das da nennen soll, ne? Fand ich auch ganz hübsch. Und dann noch die lilane Variante, Calming and Anti-Flammatory, Sweet Beet, Aronia and Rose Hips, ne? Genau, also das ist dann eher die bärige Variante, dann gibt es eine Schoko-Variante und eine nussige Variante, oder? Was ist das? Wie eine fruchtige Variante. Genau, so kann man das dann quasi differenzieren. Ich finde es ganz süß. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt hier ein bisschen viel davon stehen. Vielleicht kommt ein Teil davon zur Tafel, aber ne, ich esse die auch sehr gerne, weil ich glaube, die sind bis, ja gut, ne, bis September oder so sind die auch haltbar. 10.9. Ja komm, das werde ich dann auf jeden Fall noch aufgegessen bekommen. Aber irgendwann bestehe ich dann nur noch aus Ahaba. Dazu gab es dann auch noch einen Jutebeutel, der geht auf jeden Fall bei mir zur Tafel, weil ich sammle ja immer so ein bisschen was, ne, was wir zum Beispiel von den HelloFresh-Sachen nicht verwenden oder so und packe das dann halt hier in diese Beutel immer rein und bringe das dann ja regelmäßig dorthin. Oder da kommen halt auch so Seifen, Duschgele und sowas rein. Das finde ich auch immer ganz cool. Und ja, hier steht Toads love a good snack. Toads? Toads? Heißt das sowas wie Toads, Totals? Also quasi alle? Ja, alle mögen einen guten Snack. Das stimmt wohl, ne? Genau. Ich weiß nicht, wo es die zu kaufen geben wird von Spoons of Taste. Ob es es nur auf der Homepage gibt oder ob man die dann halt auch irgendwo bei Rossmann oder so finden wird. Keine Ahnung. Ich schaue mal, ob ich das finde. Dann verlinke ich euch das in der Infobox. Und dann gab es auch noch mit dabei ein T-Shirt. Das werde ich als Schlafshirt verwenden, weil ne, sowas ist immer so ein bisschen oversized. Finde ich immer ganz schön. Immer Promoter for this planet Party. Ne? Also man ist quasi ja auch irgendwie so ein bisschen nachhaltig mit dabei mit diesen Spoons of Taste Produkten. Da gab es doch auch mal diese Kugeln, glaube ich, von. Ne? Ich meine, dass ich da letztens noch welche von gegessen hatte. Genau. So. Ja, ne? Genau, Schlaf-T-Shirt. Ich wollte keine Fashion Hauls hier mehr machen. Okay, ich mache jetzt mal zwischendrin so ein bisschen den Rossmann Haul. Ist ein bisschen, es ist schon spektakulär, weil das sind Produkte, die man nicht regulär so normalerweise im Online-Shop bei Rossmann bestellt. Ja, ich habe es nämlich alles online bestellt. Manchmal gehe ich durch die Ideenwelt und dann raste ich aus. Aber zuerst fange ich mit was Basic-mäßigem an. Das war das, was ich eigentlich auch brauchte. Ein Weichspüler von Lenore. Das ist dieser Aprilfrisch. Den mag ich ganz gerne. Also entweder diesen blauen oder den grünen davon. Ne? Das ist einfach immer ganz schön. Wir gehen ja immer weiter weg von dem regulären Waschmittel und so weiter. Aber Weichspüler, irgendwie kommen wir da immer noch nicht von weg. Was ich halt auch immer ganz wichtig jetzt aktuell finde, ist von Domol. Dieser Hygienespüler Sensitiv. Den gebe ich auch immer mit zur Wäsche mit rein.
gibt auch einfach ein besseres Gefühl, bin ich ehrlich. Ne? Ob das wirklich hundertprozentig alles so funktioniert, keine Ahnung, Leute. Ne? Lege ich meine Hand nicht für ins Feuer, aber man tut, was man kann, um irgendwie die Welt ein bisschen heile zu behalten. Ja, dann habe ich hier gratis, gab es mit dabei eine Zahnpasta von Parodontax, finde ich auch immer ganz nett, ne? Wenn man sowas mit dabei bekommt, hat man immer, wenn man online bestellt. Dann habe ich von Waterdrop mir Nachschub bestellt, also auch bei Rossmann im Onlineshop kann man machen, die haben nämlich meine mittlerweile Lieblingsworte Shiro, das ist das, was du halt kalt trinken kannst, ja moin, und ja, mag ich ganz gerne, hat auch so ein bisschen Koffein und sowas mit dabei und ich finde das sehr erfrischend, ich weiß gar nicht, Kirschblüte, Malve und Ginseng-Geschmack, ja, ne, mag ich gerne, trinke ich gerne, finde ich gut, so. Dann hatten wir letztens ist gut, es war eigentlich auch schon eine Weile her, dass mein Freund und ich hier zu Hause mal Fieber messen wollten, weil ich weiß gar nicht, entweder ich oder er, einer von uns beiden hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Stirn am Glühen ist und so. Und dann haben wir halt vorher mit dem Fieberthermometer unser Fieber messen wollen. Und irgendwie ist unser Fieberthermometer Müll, wirklich, ne? Also keine Ahnung, hat nicht so wirklich was Richtiges angezeigt. Da habe ich mir jetzt, es war auch stark reduziert bei Sanitas, dieses Multifunction-Thermometer bestellt. 6-in-1-Function, keine Ahnung, es soll einfach nur bei mir Fieber messen, ob das so, ne, soll einfach hinhauen. Das ist einfach so meine Intention. Ja, genau, kannst du für die Stirn verwenden, für das Ohr und Object Temperature. Also theoretisch kannst du das irgendwo dran halten und gucken, wie warm irgendwas ist. Das heißt, sowas kannst du theoretisch auch, also ne, nicht nur für Menschen, sondern wahrscheinlich auch für Tiere, also vielleicht so für Sammy verwenden, weil das halt so ein Auflegevieh ist und nicht etwas, was man irgendwo reinsteckt und ich glaube, dass das ein bisschen besser funktioniert, keine Ahnung. Ne? Deswegen habe ich das einfach mal mitgenommen, weil Fieberthermometer braucht man schon ab und an mal. Das fand ich auch ganz süß. Für 5,99 € aus der Ideenwelt eine LED-RGB-Partyleuchte mit Rotation. Frag mich nicht. Ich habe letztens bei uns im Partykeller mal so ein bisschen, ja, wir haben Partykeller, das ist ein ziemlich altes Haus, ne? Aufgeräumt und habe mir gedacht, ach Mensch, eigentlich müsstest du hier mal ein bisschen mehr Pep reinbringen. Und das war der Moment, wo ich auch bei Rossmann online bestellt habe und deswegen musste die unbedingt mit, keine Ahnung, manchmal, ich weiß nicht, wann wir überhaupt mal irgendwann hier irgendwie eine Party feiern können. Aber dann habe ich schon mal eine RGB-Partyleuchte, ne? Geh die Party ab, keine Ahnung, manchmal mache ich sowas. Das fand ich auch witzig. Ich glaube, die war sogar reduziert. Gab es eine Barbie oder eine Steffi ist es ja eigentlich, ne? Mhm. Auch dort im Onlineshop und die war reduziert, wie gesagt. Ich fand das ganz süß, weil ich wollte als Kind immer genauso eine Barbie haben und wir haben öfters ja mal Kinder zum Spielen hier, also von Freunden und so, ne? Und dann hole ich halt immer unsere Spielekiste raus und warum nicht sowas? Das ist doch ganz witzig. Da kann man scheinbar das Baby auch in den Bauch von der Barbie da reinmachen oder von der Steffi vielmehr. Dann hat man hier auch noch irgendwas an Zubehör, keine Ahnung. Ja, ne? Ja. Hallo Mami. Ist doch süß, oder? Ich weiß nicht. Ich fand das witzig. Ja, ebenfalls für Kinder, die zum Spielen vorbeikommen, ein buntes Ausmalbuch. Farbenfroh, lebendig, lustig. Stifte haben wir hier. Die habe ich schon mal letztens organisiert, bestellt, gekauft. Ich glaube, bei der Postenbörse war das. Für 3,99 € machst du da auch nicht allzu viel falsch. So Faultiere und Lamas und Fische und so. Das ist halt, ne, finde ich ganz cool. Oder hier auch für die Jungs, da wird sich unser kleiner Neffe wahrscheinlich auch drüber freuen mit Treckern und Baggern und so. Das finde ich cool, dann kann man denen ein bisschen was geben. Wir hatten das letztens, als der Cousin von meinem Freund mal hier war und seine Kinder mit dabei hatte, dass ich mir gedacht habe, Mensch, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, wenn du nicht nur Stifte hier hast, sondern halt auch was zum Ausmalen, ne? Deswegen, das ist nie weg. Also ich glaube, damit macht man nichts falsch, so, ne? Jo, und dann habe ich hier auch noch, das ist eigentlich tatsächlich angelehnt an unseren Neffen, mein Traktor. Das ist so ein Buch, wo man so auch drauf rumdrücken kann und was Geräusche wohl irgendwie von sich gibt. Keine Ahnung, muss man wohl anstellen, dann eskaliert das für 10 €, 9,99 €, ne? Ich hatte das ein bisschen kindlicher mir vorgestellt, auch vom Inhalt her. Weil, ich meine, die Seiten sind auch sehr dick, ne? Aber da brauchst du schon Erwachsenen, um das vorzulesen. Natürlich sind die Symbole hier auch aufgeführt, aber ich finde das nicht so kindlich, ne? Also das ist schon sehr realistisch auch gemacht. Ich persönlich würde es für ein Kind eher schön finden, wenn das Ganze eher so im Trick-Style ist, ne? Aber egal. Ist wie es ist, habe ich jetzt gekauft, ist jetzt da, wird dann, wenn der Neffe da ist, dann auch verwendet werden. Und ich glaube, da mache ich ihm schon eine Freude mit, ne? So, ja, so viel, nee, doch nicht. Apropos Partykeller. Oh Mann. In meinem Elternhaus hatten wir das auch irgendwann, dass da so eine Dartscheibe hing und ich fand das immer total speziell und geil und cool. Und deswegen habe ich hier jetzt für 19,99 €, ich weiß nicht, ob
natürlich auch reduziert war, aus der Ideenwelt diese Dartscheibe bestellt. Ich glaube, mein Freund findet das auch ganz cool, dass man unten halt auch so ein bisschen dieses Dartgedönsen und ein bisschen, weil wir haben das so richtig urig da unten, ne? Mit einer fetten Theke und so eine Natursteinwand irgendwie, also echt hübsch gemacht. Und irgendwie unser Vorgesetzter hat Teppiche als Tapeten genommen. Auch ein Traum, ne? Also so Teppich, den du eigentlich so für so Fußbodenteppich zum Ausrollen, ne, hat er an die Wände gemacht. Ein Traum, ich sag euch das. Muss halt alles irgendwie auch noch ein Stück weit renoviert werden, aber diese Urigkeit an sich soll schon bestehen bleiben. Und ich finde es von der Idee her eigentlich ziemlich cool, da unten halt so eine richtige Höhle, Chill-Out-Höhle zu machen. Und deswegen gehört da einfach eine Dartscheibe mit dran. Und wir waren halt damals, als wir auch noch relativ frisch zusammen waren und so. Da war bei uns in der Gegend, da wo ich halt gewohnt habe, so eine Gaststätte und halt so richtig oldschool mit Billard und Dartspielen und was nicht alle. Und ja, da erinnere ich mich auch noch an diverse Abende, die wir da hatten, die echt schön waren. Und ja, da waren wir auch öfters Dartspielen. Und ich weiß, dass meine Freunde das dann auch cool finden werden, dass wenn ich sowas dann aufhänge, dass es dann auch verwendet werden würde. Ne? Also es wird dann nicht nur so hängen, sondern wenn wir dann tatsächlich unten im Partykeller auch mal eine Party feiern, dass man das auch verwenden würde. Vielleicht mache ich das dann auch letztendlich irgendwann mal für unsere zukünftigen Kinder. Ich weiß es nicht, ne? Weil wir, sowohl mein Freund als auch ich, wir sind halt Mai- und Juni-Kinder. Also eigentlich haben wir im Sommer Geburtstag und feiern ja draußen, aber egal. Das war jetzt einfach nur, um den Partykeller so ein bisschen mehr partymäßig zu machen. Ist ohne Sinn und Verstand manchmal bei mir in meinem Kopf, aber irgendwie von der Idee her ganz cool, ne? Dann habe ich wieder bei Just Spices bestellt. Da habe ich ja auch eine Kooperation. Da könnt ihr mit dem Code JustClaudi ein Gewürz oder eine Gewürzmischung gratis mit dabei bekommen. Und ich verdiene, glaube ich, eine kleine Provision daran, wenn ihr den Code verwendet. Müsste das Bratkartoffelgewürz sein, was ich jetzt auch noch nachbestellt habe, weil mein Freund das einfach hart feiert und gefühlt überall dran macht. Also an Hähnchen, an Bratkartoffeln, an Kartoffeln an sich. Der macht das überall dran, weil er das einfach liebt. Ich finde es auch super lecker, deswegen, ne, habe ich nachbestellt. Falls ihr übrigens eine Idee habt, wie man diese Just Spices Gewürze in der Küche super aufbewahren kann, ne? Also am besten halt irgendwelche Sachen, die man halt irgendwo hinstellen kann und nicht irgendwas, was man irgendwo dran montieren muss. Also mein Freund nennt das Gewürztreppe, dann schreibt mir das gerne mal aus eigener Erfahrung unten in die Kommentare rein. Das würde uns nämlich mega interessieren, da sind wir nämlich auf der Suche nach. Wir haben das aktuell halt so gestapelt immer bei uns, so mit 2 oder sogar 3 Gewürzen übereinander. Und dann einfach im Schrank stehen, finde ich persönlich relativ unsexy. Ich hätte da auch lieber so eine Gewürztreppe, wo man das so schön hinstellt. Ne? Falls Ideen da sind, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, da habe ich mir einmal das Bratkartoffelgewürz nachbestellt, was ich euch echt empfehlen kann und was ihr dann ja auch gratis dazu bekommen könntet. Dann das Kräuterquark-Gewürz, das wurde von euch empfohlen, dass man damit halt einen super easy peasy Kräuterquark selber machen kann, wenn man Quark zu Hause hat, das einfach mit drüber zu machen. Und dann hat man halt einen schönen Dip, fand ich sehr cool. Übrigens das Dip-Kit, das ist auch schon in reger Anwendung, da haben wir schon den einen oder anderen Dip draus gemacht und mein Freund macht das echt bombastisch lecker. Dann habe ich auch noch das Hähnchengewürz bestellt, weil wir sowas alternativ auch zum Bratkartoffelgewürz manchmal über Bratkartoffeln geben, genauso wie wir das Bratkartoffelgewürz manchmal über Hähnchen geben oder über Pommes zum Beispiel. Oh, mega lecker, also sehr, sehr cool. Und dann habe ich als letztes Gewürz noch bestellt, den Gemüse-Allrounder. Das ist so ein Klassiker, den finde ich auch immer ganz lecker. Den kannst du überall irgendwie gefüllt mit drüber machen, wenn du halt auch irgendwelche Sachen jetzt so von HelloFresh zum Beispiel am Kochen bist, kann man das Ganze noch ein bisschen aufpeppen. Und da hat man öfters mal nämlich diese Sachen, dass Ofengemüse gemacht wird, also dass du Gemüse klein schnibbelst, auf dem Backblech gibst und das dann irgendwie mit Salz und Pfeffer und Olivenöl einfach in den Ofen schiebst. Noch geiler ist es halt, wenn man dann noch so eine Mischung drüber macht, um das Ganze etwas mehr aufzupeppen. Ne? Deswegen. Und was jetzt ja auch relativ neu, glaube ich, im Shop mit drin sind, sind diese ganzen Kits. Und da versuchen wir uns ja aktuell so ein bisschen durchzutesten. Letztes Mal habe ich das Dip-Kit bestellt und jetzt habe ich bestellt das Ölmeister-Kit. Das hat mich persönlich nämlich voll angesprochen. Das Dip-Kit war eher was für meinen Freund und das hier ist eher etwas für mich. Hier haben wir den Ölmeister mit abgebildet. Ne? Läuft bei ihm. Kann man halt super weiter verschenken. Das finde ich immer ganz gut von der Idee her. Deswegen zeige ich euch das auch und nehme euch da auch gerne auf Instagram mit, falls ihr wissen möchtet, was wir daraus so gestalten werden. Und das, was hier halt immer schön ist, du klappst es auf und hast dann hier eine Auswahl an Gewürzen und Tools mit dabei. Also man kann da theoretisch schon direkt loslegen. Ab hier läuft es wie geschmiert, steht dann im Deckel. Also wie gesagt, super zum Verschenken. Dann hat man hier in diesem Heftchen auch so ein paar
Rezeptideen und so weiter. Die findet man auch noch auf der Homepage und das finde ich einfach so hübsch gestaltet. Ne? Hier hast du die verschiedenen Gewürzmischungen. Mittlerweile haben wir da auch einige von bei uns natürlich schon im Schrank stehen. Hähnchengewürz ist hier natürlich auch noch mit dabei. Sehr geil, habe ich jetzt doppelt. Aber scharfes Pizzagewürz finde ich auch geil. Aglio e Olio Gewürz, das hatte mein Freund letztens auch verwendet für das Dip. Gedönsen da. Tomaten-Mozzarella-Gewürz, das ist auch sehr praktisch, wenn man einfach Tomate zum Griller macht und nochmal der Gemüse-Allrounder, ne? Und man kriegt auch manchmal sowieso was dazu, wenn man bei Just Spices bestellt, also dementsprechend ab einem gewissen Bestellwert kommt das dann immer so gestaffelt, ne? Dass du mal dies, mal das, gerade sowieso mit dabei bekommst. Richtig schön finde ich diese Ölflaschen, die hier drin sind. Ich muss es kurz abstellen, denn das ist doch etwas schwer. Da sind zwei Stück von drin. Na. Ah, deswegen war der Deckel ab, weil mein Freund das wahrscheinlich sich schon mal angeguckt hat. Manchmal tapert der heimlich hier in mein YouTube-Zimmer rein. Und dann sieht er, was ich hier schon zu Hause stehen habe. Und guckt dann schon mal durch. Das ist echt ein Vogel. Okay, mega schön, oder? Allein diese Flaschen sind ja auch nicht super günstig. Deswegen, die kann man ja auch immer weiterverwenden. Finde ich super. Da kann man sich so sein eigenes Knoblauchöl und so weiter mitmachen. Richtig cool. Und hier haben wir dann ein Olivenöl. Son Mesquidassa Mallorca. Mhm. Arbequina. Olivensorte Arbequina. Ja, ne? Haben wir auch noch ein Olivenöl mit dabei. Und das kann man halt quasi dann mixen. Ich kann mir vorstellen, 500 Milliliter, dass diese hier jeweils 250 Milliliter haben. Dass man da dann schon mal so seine ersten zwei Öle sich anmixen kann. Also ich finde es echt von der Idee her richtig cool gemacht. Das sind tolle Geschenkboxen, die schön aussehen, finde ich persönlich. Ne? Und ja, kann ich mir auch vorstellen, das dann demnächst mal in der Familie zu verschenken. Aber diese Kits, die ich euch jetzt hier zeige, die werde ich natürlich selber erstmal ausprobieren, um zu testen, wie die Sachen so sind. Ja. Genau. Wie gesagt, gönnt euch hart, falls ihr da im Online-Shop stöbern möchtet mit Just Claudi. Ne? Gibt's ein bisschen was für Umme. So, und zu allerletzt habe ich hier noch zwei Zuschauerpakete, die ich euch gerne zeigen möchte. Ja. Da starte ich doch einfach mal mit dem Paket, was die liebe Linda mir gepackt hat. Und das ist nochmal so ein nachträgliches Weihnachtspaket. Sie hat nämlich mich angeschrieben, als die Glossybox Weihnachtsedition in dieser Keksdose rausgekommen ist, ob ich ihr die Dose vielleicht so schicken könnte. Wollte mir den Versand dafür zahlen. Ich sage, nee, komm, ich schicke dir das einfach mal so durch, vollkommen kein Problem. Und als ich dann das Paket gepackt habe, habe ich mir gedacht, ach, ne, das muss sich ja auch lohnen. Habe dann auch ein paar Produkte noch mit reingepackt, einfach um mir eine Freude zu machen. Habe ich offensichtlich, denn ich habe hier noch so ein kleines Danke-Paket bekommen, was mich echt gerührt hat, fand ich total schön. Zuallererst habe ich hier so eine Karte. Das ist so eine Zusammenpuzzlekarte gewesen und da hat sie mir sehr liebe Worte drauf geschrieben und mir auch noch schöne Weihnachten gewünscht und so. Und ja, das finde ich einfach total schön, mag ich richtig gerne leiden, auch diese liebevollen Worte hier drauf. Ne? Das ist schon herzerwärmend, ja, fand ich cool, aber sollte sie eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich nichts dafür zurückhaben, weil ich wollte ihr das einfach so schenken, ne? Aber ja gut, dann hat sie das halt zurückgeschickt. Achso, falls ihr übrigens überhaupt, also da habe ich nochmal einen Rüffel bekommen von unserer Dame, von der Postfiliale. Bitte schickt mir auf die Adresse von der Postfiliale, die ich ja auch immer angebe, wenn ich Verlosungspakete rausschicke und so, keine Pakete zurück. Eigentlich werden die Pakete dort nicht angenommen, ne? Das nur mal so, da habe ich echt einen Rüffel gekriegt. genau, so. Als nächstes habe ich hier eine richtig schöne Kerze drin. Also die ist total schön, die muss ich noch anmachen. Von Herzen frohe Weihnachten steht hier drauf. Und ja, die mag ich auch gerne leiden mit so einem Tannenbaum und so. Ja, die ist hübsch, ne? Genau, das ist eine Kerze. Dann für Schließ, den fand ich irgendwie süß, Sesam. Ja, erinnert mich an meine Kindheit. Vielen Dank. Konnte sie, glaube ich, nicht wissen. Es sei denn, ich habe das schon mal irgendwann erwähnt, denn sowas gab es bei uns halt bei Oma halt immer so, ne, von Fanny Frisch sind die. Ist echt süß. Und dann hat sie mir hier noch einen, richtig süß, ne, so einen Teelichthalter. Das fand ich so süß. Hier steht auch drauf, nimm dir Zeit für die schönen Momente in der Weihnachtszeit. Ja gut, Weihnachten ist vorbei, aber ist nicht schlimm. Ich nehme mir halt generell Zeit für mich. Jedenfalls versuche ich das immer wieder, was gerade aktuell nicht wirklich funktioniert, aufgrund der privaten Umstände, die wir jetzt nun mal so haben mit unseren ganzen Opas und so. Und hier steht Glückslicht drauf und das fand ich echt süß. Ne? Da ist ein Teelicht mit drin und dann kann man das halt mit den mega süßen Streichhölzern, die da mit bei sind, anmachen. Und ja, muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder meine halbe
mein halbes Zimmer abfackelt. Also vielen, vielen Dank. Das fand ich echt sehr, sehr, sehr lieb von dir und sehr aufmerksam. Aber das hättest du nicht gemusst, tatsächlich, ne? Weil, ja, es war ein Geschenk von mir eigentlich gewesen. Egal. Als nächstes habe ich ein weiteres Paket bekommen. Und ja, da sind ganz viele Sachen für Sammy mit drin. Das ist ein Paket von Zooplus gewesen, was an uns geschickt worden ist. Und da ist zuallererst ein Kalender drin. Erst dachte ich, ein Katzenkalender. Aber da sind ganz viele auch Hunde und da sind auch Pferde drin und so. Und das fand ich echt süß. Hätte ich das vorher gewusst, denn ich habe mir letztens erst einen Familienplaner gekauft für dieses Jahr. Ist aber nicht schlimm. Der wird seinen Platz finden. Und hier sind auch noch so Gutscheine drin. Guck mal. 10%, 20%, nee, 10%, 5% Snacks, Leckerlis und so weiter. Das sind so individuelle Rabattcodes. Ach, guck mal. Das ist halt in diesem Kalender so enthalten. Mhm. Echt süß gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall ein cooler Kalender. Vielen, vielen Dank. Dann hat Sammy noch ganz viele von diesen Dog Biscuits bekommen. Purely Good mit Rind. Also da hat er jetzt mittlerweile mehr als genug von. Weil er da auch immer nur ein Stückchen von bekommt. Der ist auch nicht so super heiß hinterher. Das ist immer nur so ein bisschen, was er dann davon bekommt, weil das sehr keksig ist. Und genau, also das auch dann immer nur in Maßen. Aber jetzt gerade braucht er nichts, weil er schläft. Ja, da habe ich auf jeden Fall gerade auch allerhand hier drin. 5 Stück hat sie mir hier geschickt, wow. Dann habe ich ja auch noch mit dabei ein bisschen was für seine Zähne. Und zwar von Pedigree, die Dentastics Daily Oral Care. Da muss ich gestehen, manchmal mag er die, manchmal nicht. Das ist immer so eine Sache, wie er gerade Bock hat, ne? Ja, genau. Aber dann, wenn er sie hat, dann kaut er da auch richtig drauf rum. Und das ist auch wirklich gut für die Zähne, weil sich dann ja auch quasi dieser ganze Zahnstein und so weiter löst, ne? Ist immer sehr wichtig. Und als letztes hat er noch ein Spieli bekommen. Das fand ich auch sehr cool. Von Kong sind das so große Tennisbälle. Und damit kann ich auf jeden Fall bei uns auf dem Grundstück mit ihm sehr gut spielen. Und die haben auch wohl Squeaker mit dabei. Also, ja, also Quietscher. Die Augen sind schon mal geöffnet, ne? Und das finde ich ganz nice, weil damit kann man dann auch richtig, weil ich bin ein Tollpatsch. Ich bin ein Tollpatsch. Ich habe schon öfters so einen Tau gehabt, was ich dann mit dem habe ich dann auch bei uns hier mit ihm gespielt und dann habe ich das durch die Gegend geworfen. Einmal ist es, also schon mehrfach, ist es oben auf dem Balkon gelandet, eigentlich bei uns in der Mietwohnung. Dann ist es auch mal irgendwo in der Dachrinne gelandet. Beim Nachbarn ist es schon öfters gelandet. Ich kann nicht gut werfen, ne? Und ich glaube, so ein Tennisball, der braucht dann auch nicht viel Anschwung oder, ne, Wurfkraft. Da kann ich auch nicht viel mit falsch machen und ich glaube, er wird das ziemlich cool finden, weil er mag das auch ganz gerne, wenn das halt so ein bisschen pelziger unterwegs ist. Das ist ja so dieses Tennisballgedünsen und die sind halt auch schön groß. Das finde ich auch echt klasse. Also vielen, 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 vielen Dank. Hätte auch nicht sein müssen, aber da wollte mir jemand einfach eine ganz große Freude bereiten. Und das wurde auf jeden Fall geschafft. Also Dankeschön. Das war jetzt hier mein Dies-das-Ananas-Haul. Also war wirklich kunterbunt, aber manchmal ist das so bei mir. Manchmal bin ich sehr strukturiert, manchmal eher weniger, heute eher weniger. Und hoffe, ihr habt euch von mir ordentlich inspirieren lassen können und fandet das Video schön. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!